Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde euch heute mal mit ein paar lustigen Kurzgeschichten bespaßen. Während eines Besuches in einer geschlossenen Anstalt fragt ein Besucher den Direktor, nach welchen Kriterien entschieden wird, ob jemand eingeliefert werden muss oder nicht. Der Direktor sagt: Nun, wir füllen eine Badewanne, geben dem Kandidaten einen Teelöffel, eine Tasse und einen Eimer und bitten ihn, die Badewanne auszuleeren. Der Besucher: Ah, ich verstehe. Und ein normaler Mensch würde natürlich den Eimer nehmen, damit es schneller geht, ne? Der Direktor: Nein, ein normaler Mensch würde den Stöpsel ziehen. Wladimir Klitschko stellt sein Fahrrad vor dem Supermarkt ab und geht einkaufen. Am Fahrrad hängt ein Zettel: Diebstahl zwecklos, Wladimir Klitschko. Als er zurückkommt, ist sein Fahrrad weg. Dafür liegt auf dem Boden ein anderer Zettel: Verfolgung zwecklos, Jan Ulrich. Ein alter Araber lebt seit mehr als 40 Jahren in Chicago. Er würde gerne in seinem Garten Kartoffeln pflanzen, aber er ist allein, alt und schwach. Deshalb schreibt er eine E-Mail an seinen Sohn, der in Paris studiert. Lieber Ahmed, ich bin sehr traurig, weil ich in meinem Garten keine Kartoffeln pflanzen kann. Ich bin sicher, wenn du bei mir wärst, könntest du mir helfen und den Garten umgraben. Dein Vater. Prompt erhält der alte Mann eine E-Mail aus Paris. Lieber Vater, bitte rühre auf keinen Fall irgendetwas im Garten an. Dort habe ich nämlich das Ding versteckt. Dein Sohn Ahmed. Um 4 Uhr morgens erscheinen bei dem alten Mann die US Army, die Marines, das FBI, die CIA und sogar eine Eliteeinheit der Rangers. Sie nehmen den Garten Scholle für Scholle auseinander, suchen jeden Millimeter ab, finden aber nichts. Enttäuschend ziehen sie wieder ab. Am selben Tag erhält der alte Mann wieder eine E-Mail von seinem Sohn aus Paris. Lieber Vater, ich bin sicher, dass der Garten jetzt komplett umgegraben ist und du Kartoffeln pflanzen kannst. Mehr konnte ich leider nicht für dich tun. In Liebe, Ahmed. Ein Busfahrer kommt mit seinem Bus an die Haltestelle. Mit tief ins Gesicht gezogenem Cowboyhut und einem breiten Mantel steigt Django in den Bus und sagt: Django zahlt heute nicht. Der Fahrer zuckt erschrocken zusammen und winkt ihn nach hinten durch. Am nächsten Tag das gleiche Spiel. Der Bus hält an, Django steigt ein und sagt: Django zahlt heute nicht. So ging es die erste Woche, die zweite Woche und dann musste der Busfahrer, hatte er gedacht, mal den Django ansprechen. Schwarzfahren ist ja schließlich nicht die feine Art. Also, beim nächsten Stopp fragt der Busfahrer: Warum zahlt Django heute nichts? Daraufhin Django: Django hat eine Monatskarte. Zwei Indianer gehen zu ihrem Medizinmann und fragen ihn, wie der Winter wird. Der hat selber keinen blassen Schimmer, wirft aber ein paar Steine in die Luft und sagt: Es wird ein kalter Winter. Die Indianer gehen also Holz sammeln, um sich auf den Winter vorzubereiten. Am nächsten Tag kommen wieder einige Indianer und fragen ihn erneut, wie der Winter wird. Er wirft wieder die Steine in die Luft und sagt: Es wird ein kalter Winter. Die Indianer gehen auch in den Wald und sammeln noch mehr Holz. Die nächsten Tage kommen weitere Indianer von anderen Stämmen und fragen ihn, wie der Winter wird. Jedes Mal wirft er die Steine und sagt: Es wird ein kalter Winter. Nach einer Woche überlegt er sich, ob das auch stimmt, was er da erzählt. Deshalb ruft er beim Wetteramt an und fragt, wie der Winter wird. Dort bekommt er zur Antwort: Es wird ein kalter Winter. Der Medizinmann fragt: Sicher? Das Wetteramt antwortet: Ja klar, wir haben untrügliche Zeichen. Und welche? Fragt der Medizinmann. Die Indianer sammeln Holz wie die Verrückten. So, das waren mal ein paar lustige Kurzgeschichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Ja, und bis zum nächsten Mal.